Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund meine Outlast-Stimmlage benutzt, um Child of Light anzukündigen. Frag mich nicht wieso, ich weiß es nicht. War jetzt irgendwie so Reflex. Ich habe gerade Outlast aufgenommen. Ja, hi. Und ja, dann mache ich weiter mit dem Leveln. Und ja, ich mache jetzt wahr, was ich die letzte Folge über angekündigt habe, weil ich finde es ja, wie gesagt, zu einfach, deswegen stelle ich jetzt mal auf Experte. Ich habe lange überlegt, weil eigentlich mag ich es ja wirklich nicht. Also ich mag es wirklich nicht, wenn man während des Spielens den Schwierigkeitsgrad ändert. Aber ja, wie gesagt, es war bisher viel zu einfach. Viel zu einfach. Vor allem, weil ich halt auch, wie ihr schon gesehen habt, jedem Kampf ausweichen kann. Da kommen wir niemals durch. Oh nein! Die Tür im Baum. Erinnerst du dich? Das kann doch alles ja nicht sein. Ich weiß nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt die richtige Stimme jetzt gerade für Finn. Nur Mut, der Herr. Verzweifelt nicht. Der Baum im Wald. Ja, also nochmal dasselbe Rätsel. Und wieder beim Thema einfach. Sie sagen mir immer noch, wie die Rätsel funktionieren. Muss das sein? Und ungeschliffener Smaragd. Ja, ja. Voll schwer das Spiel, du. Also voll schwer. Nee, wie gesagt, es ist ja trotzdem cool. Es macht mir auch trotzdem wirklich eine Menge Spaß. Aber ich hoffe jetzt mal, dass mit Schwierigkeitsgrad Experte da die Kämpfe ein bisschen knackiger werden. Ungeschliffener Smaragd. Ich könnte mir später eine coole herstellen, ne? Ich glaub schon. Ach ja. Na, lösen wir es mal. Oder, wisst ihr was? Ich wollte ihn jetzt eigentlich überraschen von hinten. Ja, wir probieren es jetzt mal. Ach, ich kann nur zwei auf einmal haben. Das heißt, entweder Finn oder Rubella. Wähle Gruppe, um Kämpfer auszuwechseln. Auch so, das heißt also, wenn Rubella am Sterben ist, dann kann ich immer noch zu Finn wechseln. Ja, dann ist ja gut. Na dann. Oh, ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Verteidigen wir mal. Das könnte gerade recht praktisch werden. Ja, das könnte gerade praktisch sein. Handeln. Mann, Mann, Mann. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja. Gut, viel Schaden ist es immer noch nicht. Greif mal den da an. Ich dachte, verteidigen schützt vor Unterbrechen. Wieso konnte der mich jetzt trotzdem unterbrechen? Ach Leute. Ja, kein Kommentar. Errare humanum est. Ich bin so dämlich. Ich habe Aurora ja in der letzten Folge Wasserelement gegeben. Und er hat Blitz, deswegen ist er effektiv gegen die Spinnen. Oh. Mann, ich bin doch verwirrt. Ich bin so verwirrt. Das verwirrt mich alles. Ja, natürlich verwundbar durch Blitz. Selbst erklärend. Unterbrochen. Passt. Ja, ist schwieriger. Ist gut. Ist schon gehörig schwieriger. Finde ich gut. Ach, das füllt alles nur Nikolas auf. War da nicht mal Leben drin? Hey. Ja, Schweinchen, du bist geblendet. Wer ist dran? Rubella. Und wann ist Rubella dran? Okay. Nicht Tränke. Nein, wir nutzen doch keine Tränke. Mensch, wo kämen wir denn dahin? Heil du mal. Das ist immer noch schneller als er. Ja, Ignikulus blendet ja gerade. Machen wir doch mal Lichtstrahl. Ja, Lichtstrahl, das kommt hin gegen... Ja, gegen ihn. Ich meine, oh Gott, 77 geheilt, fast wieder voll. Also... Mein Gott.
64 Schaden, ja, ist klar. Okay, ihr merkt schon, ich muss ja jetzt erstmal reinkommen mit dem neuen Schwierigkeitsgrad. Aber sollte jetzt nicht so derakt werden. Seid ihr ein Schütz vor Unterbrechung? Ja, was du nicht sagst, das habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert. Du hast mich belogen, Spiel. Ja, unterbrich ihn halt. Bitte, wie viel halten die denn jetzt aus? Ah, jetzt sind die Kämpfe schon eine ganz andere Hausnummer. Finde ich aber gut. Ich will fast sterben. Klingt jetzt komisch, aber so muss ein Kampf laufen. So muss der Schwierigkeitsgrad jetzt langsam sein. Jetzt rentiert sich nämlich das Leveln. Jetzt lohnt es sich. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja, gut. Ist gut. Ja, sammel du mal Kraft. Bis dahin bist du tot. Oder auch nicht. Ich glaube, der hat sich regeneriert. Ja, Pader. Fast voll, wie es aussieht. Oh, ne. Kann so nicht arbeiten. Jetzt wird Verteidigen nämlich auch umso interessanter. Und Rubella rotiert sich Verteidigen, weil sie dann umso schneller ist, die Runde drauf. Ja, du bringst das jetzt mal zu Ende. Mach mal deine Arbeit zu Ende hier, Mensch. Verteidigen. Ja. Ja. Hat sich jetzt für Rubella irgendwie trotzdem nicht gelohnt. Oh, jetzt wird's eng. Natürlich gehen sie jetzt auf Aurora, natürlich. Logisch. Warum sollten sie auch was anderes tun? Ja, wirklich, warum sollten sie was anderes tun? Ist so, warum sollten sie? Blend mal den da. Ich glaube, der überlebt die Runde noch, die anderen beiden nicht. Denke ich jetzt zumindest. Ich denke nur, ich weiß nicht. Jo. Und den bringt Rubella jetzt zur Strecke. Ja, natürlich. Ja, seht ihr? Wie gesagt, jetzt lohnt es sich. Aber ich bleib dabei. Es ist schon hart, wie der Unterschied ist. Ja. Wie der Unterschied ist zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden. Ja, jetzt heil aber mal. Mach mal hier, ne? Mach mal hinne hier. Ja. Geht. Jetzt muss ich auch mal mitdenken. Aha. Ist cool. Ja. Wieso hat Ignikulus jetzt nicht mehr geblendet? Was hab ich. Achso, ich bin dran. Ich dachte. Ne, okay. Verwirrung. Hätte ich. Ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass jetzt der Unterschied hier wirklich so wie Tag und Nacht wäre. Wünsche sammeln, ja würde ich gerne, da sind keine mehr hier Pfeifen. Mann. Ja. Steck die weg. Könnt mir gerne sagen, ob ihr es lieber wieder sehen wollt, wenn es einfach ist, damit es schneller geht. Weiß ich nicht, vielleicht schaut es ja nur wegen der Geschichte an, kann ja sein. Aber ich persönlich würde sagen, ich will hier auch mal das Risiko eingehen zu verlieren. Entsprechend, ja. Sagt mir, was ihr wollt. Sagt mir einfach, was ihr wollt und ich setze es um. Wir müssen schleunigst von hier fort. Beruhigt euch, zügelt eure Angst, sofort. Wir sind nur wenige und eine halbe Portion. Vielleicht lasst ihr mir ja zurück an diesem Ort. Ja, warum sollten wir? Ja, wenn du mir auf den Keks gehst, dann können wir da schon drüber reden, dich zurückzulassen. Ne? Das ist, ja. Da bin ich Riegelros. Ja, ich habe bewusst Riegelros gesagt. Keine Angst. Ich weiß es erst anders. Rubella, was hast denn du? Was hast denn du? Ja. Ja, doch nicht genügend Okuli. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schön, jetzt ist es wirklich schwer, ne?
Das ist der da. Ja? Nee. Igniklus, du bitte. Der Mond, wo ist der Mond? Wo ist der Mond, ha? Wo ist der Mond? Ach, da oben. Dir unser aller Dank gebührt, wenn es uns nur nicht ins Unglück führt. Wie gesagt, wenn euch meine Stimmen für die Charaktere nerven, sagt es einfach. Sagt einfach alles, was euch so durch den Kopf geht. Sagt es einfach. Ja, wieso ist da jetzt kein Leben mehr drin mittlerweile? Ach, doch noch. Nur nicht mehr so oft, wie es aussieht. Nee. Hä? Ach so! Ach, das stoppt die Dinge. Nee, da kann ich drauf verzichten. Braucht doch keiner, dass die Dinge gestoppt sind. Da komme ich auch so durch. Also noch, vielleicht wird es später an der Stelle mal nötig. Ja, okay. Hä? Überraschungsschlag? Ja, okay. Das nehme ich dankend an. So ist ja nicht. Handeln Lichtstrahl. Überrumpelung. Und? Oh, das. Also der Lichtstrahl macht schon richtig schön Schaden, ne? Das ist wirklich so. Ich hätte vielleicht blenden sollen. Blenden wir mal den. Obwohl, ne. Blenden wir den. Überrumpelung gegen den, damit es effektiv ist. Dunk. Ach, das läuft schon. Keine Angst, das läuft. Das läuft. Kritischer Treffer, grundgütiger. Bin ich mal gespannt, ob Wasser da effektiv ist. Ne. Das ist einfach nur Wasser. Ach, heil mal. Komm, heil mal. Kann's mir ja erlauben. Ja. Wieder fast voll. Mhm. Wieso jetzt immer auf Aurora? Hä? Wieso eigentlich? Nochmal Überrumpelung auf den da, damit der mal verschwindet hier. Ach, geben wir auf von Keks. Na okay, immer noch alles eingesammelt. Ah, Stufenanstieg. Und ein ungeschliffener Rubin. Yes, jetzt können wir einen großen machen. Bravo, Mann mit dem Bart. Seid ihr ein Magier? Das kann man wohl sagen. Kommt zum Zirkus, versucht euer Glück. Sie lädt dich zur Probe, welch Pläsier. Auf ne Bühne, machst du Witze? Verfütter mir lieber die Leichen, die Reifentier. Gott, ich kann... An dieser Stelle doch mal eine Empfehlung an Jella. Das könnte was für dich sein. Den Berliner Dialektik könntest du eher hinkriegen als ich. Als Berlinerin und so. Ja. Oh. Schaut mal, wie der geht. Bitch, I'm fabulous, ne? So ein bisschen. Na, mit dem macht Aurora. Bei dem macht Aurora richtig schön Schaden. So, erstmal Fertigkeiten verteilen. Aurora, Gegenangriff. Den will ich haben. Den will ich haben, den zweiten. Ja. Den haben wir bald. Finn, dem habe ich Feuermagie gegeben. Ja, genau. Ausweichen, ja. Eigentlich, jetzt überlege ich. Eigentlich sollte ich je nach Gegner, auf den ich stoße, die verteilen. Ne? Wäre eigentlich das Beste. Okay, 10%ige Chance auszuweichen. Nee, also für den lasse ich es mal Wasser. Ich habe ich kein Wasser mehr da. Okay, Gruppe. Ja, und wie kann ich einstellen, wer von Anfang an dabei ist? Hm,
Kann ich anscheinend gar nicht einstellen. Habe ich eigentlich noch irgendwas dabei? Nee. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich noch einen Gegenstand habe, der permanent irgendeinen Wert von mir erhöht. Oh, das Schwänchen. Da hat er das auch wieder dabei. Ist ja süß. Ist ja schön. Schön. Überrumpelung. Mach du mal. 22 geht. Gut. Wie gegen den? Jetzt bin ich mal gespannt, wie effektiv was ist. 7, ja, 37 geht. Geht. Verteidigen wir mal mit dem. Hat sich mal wieder nicht gelohnt. Naja, was soll's. Was soll's denn? Läuft auf jeden Fall bei mir. Läuft bei mir. Die sind zu langsam, dass sich verteidigen lohnen würde. Müsst ihr euch mal überlegen. Na, jetzt doch. Okay, der ist fies. Also, der Wolf ist fies. Wirklich. Nee. Okay. Ja. Immer noch ganz entspannt. Wieso teile ich es eigentlich auf? Eigentlich müsste ich mit beiden auf den Wolf erstmal gehen. Weil der jetzt schon böse Schaden austeilt. Ganz rational gesehen. Ja, ist klar. Ist klar. Mein Gott. Also jetzt sind die Kämpfe wirklich knackig. Jetzt wird es schon fast wieder zu schwer für mich. Oh, aber dass es nur zwei Schwierigkeitsstufen gibt, ne? Das erklär mir jetzt hier mal einer. Bei den Unterschieden. Also wirklich. Ich glaube dir nicht. Naja, macht ihr mal, was ihr wollt. Ich sammle hier mit Niklos Licht, Feuer, was auch immer. Naja, warte mal, ich bleib mal den. Der macht mir jetzt am meisten Sorgen. Aktuell und so. Okay, das war's. Blend mal den. Überrumpelung, oder? Ich heil mal noch nicht. Nee. Das packen die schon noch. So. Der ist zum Glück extremst langsam. Das Schweinchen oder was auch immer das ist. Und lässt sich schön unterbrechen. Nett wie er ist, lässt er sich unterbrechen. Hm. Ja. Na naja, okay, ist trotzdem zuerst dran. Okay. Rubella, heil dich mal. Jo. Ja. So viel wie Rubella heilt, ist es eigentlich total egal. Jo, das war's. Läuft bei mir. Ah, Stufenstieg Rubella. Ist das eigentlich Aurora so weit hinten mit ihrem Level? Leben, wollte ich jetzt sagen. Huh. Mhm. Hier geht's wieder zu so einem. Zu einem Freund. Ein Freund, ein guter Freund. Geschliffene Rubin! Direkt aus der Kiste. Aus dem Ding raus. Okay. Oh, wisst ihr was? Ja, erstmal das. Erstens das. Magieresistenz, okay. Und zweitens, den muss ich dir mal wegnehmen, Rubella. Den muss ich dir mal wegnehmen, Aurora. Coolie herstellen. Yep. Mhm. Geschliffener Rubin. Mhm. Und ihr seht, was ich jetzt mache. Was? Facettierte Rubin. Oh, 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 oh. Okay. Cool. Cool.
den kriegst du. Feuerschaden und stärkt den Angriff um 12%. Stark bei Erde, schwach bei Wasser. Ja, aber stärkt um 12% das allein schon, auch wenn es schwach ist, ist doch schon mal was. Da kriegst du den. Ja, das ist, denke ich, ein guter Deal. Ja. Ich hoffe, mein Spiel geht lange. Ich möchte die Ukuli gerne auf ein richtiges Maximum treiben. Wenn ich noch einen kleinen Grün finde, kann ich noch einen facettierten Grün machen. Läuft. Ich überrasche mal. Und probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich probier's mal mit Finn. Anstatt Rubella. Ja, komm, zur Not ist schnell gewechselt. So. Das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Das ist ein bisschen blöd gemacht, das System. Finde ich jetzt gerade persönlich. So, Schlag, Verteidigen, Blitzschlag, Monsun und Lauffeuer. Machen wir Monsun auf den da. Dafür erstmal schön eine Schmöken. Also eine Pfeife, Zigarette. Ja. Pfeife natürlich nicht. Wie komme ich jetzt auf Zigarette? Oh. Mann. So. Feuerschaden. Ach komm. Hauen wir mal weg. Gelähmt. Super. Super, super, super. Nur 5 MP. Okay, Finn ist ein bisschen zu stark fast. Wisst ihr, als würde ich ihn wirklich schon töten, schmeißt sich dieses Steinvieh, wie heißt? Hör mir jetzt nicht an, diese Gargoyle hin. Das wäre das Schlimmste, was ich ihm antun könnte. Wasser wird gegen den nicht sonderlich effektiv sein. Ich tippe jetzt auf. Mal auf Blitzschlag nicht so. Ich probiere es jetzt einfach mal. Nee. Verteidige erstmal. Gute Idee gewesen. Genau, mach mal du deinen Hieb. Ignikulus, du lädst dich auf. Okay, es ist nicht effektiv. So. Wenn Feuer nicht effektiv dagegen ist und auch nicht schwach dagegen, ist es nicht Wasser, dann. Moment, da muss ich Wasser mal probieren, oder? Ich probier's einfach mal. Schaden macht's allemal. Frage ist nur, wie hoch. Nee, ist nicht sehr effektiv. Aber ernsthaft, habt ihr gemerkt, was Finn für Faden austeilt? Ja. Der Finn, der teilt Fäden aus, das ist der Wahnsinn. Schaden natürlich. Wieso kann ich nicht mehr sprechen? Das stimmt nicht mit mir. Ja, ich weiß so einiges. Hui. Igniklus will ich haben. Was das? Ah, Magiesternstaub. Das lag da jetzt einfach so rum. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Steigert die Magie permanent um 3. Magie! Wieso hat. Ne, es kriegt Finn. Kriegt Finn. Ich habe mir jetzt gerade nur gefragt, warum Aurora so viel Magie hat. Ich will mit ihr jetzt doch eher in Richtung Kämpfer gehen. Wir haben mit Rubella eine Heilerin, mit Finn einen Magier. Und ja, da brauchen wir noch einen Krieger, nenne ich es jetzt mal. Das Bekenntnis lesen wir. Das Bekenntnis des Apostels Paulus. Ja, das lesen wir noch, danach muss ich die Folge beenden. Es ist schon wieder zu lange. Mann, wieso nehme ich immer zu lange auf? Ideen gelten als gefährlicher Tand. Wie kriechendes Unkraut gehen sie ans Werk. Wuchern unter Blumen ganz unbemerkt. Entheben uralte Schädel dem Sand. Entwurzelt wird unsere Ordnung Bestand. Stürmische Reben sprengen Stein und Berg. Opfern alles grün, ob saftig, ob karg. Und verwandeln Beete in wildes Land.
Wo sind jene, die den Garten ernähren, die der Natur erst das Leben gewähren und sich von weit her in den Garten wagen? Die Bienen fliegen von Blüte zu Blatt, ihr spitzer Stachel setzt Feinde schachmatt, doch selbst Unkraut lassen sie Früchte tragen. Oh, schön. Schön. Mag ich. Ja, ich schau mal nochmal kurz um. Sagen wir auch noch einen. Machen wir Ignikulus. Lass mal knacken hier. Nee. Ja, mach hinne. Ja. Gut. 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 Gut, gut, gut. Wird auch noch gesammelt. Hui. Komm her, wo war das letzte? Das wär ich. Oh. Ach nee, das ist nicht wahr. Avo, sprich laut und klar. Klar. Jetzt bin ich sauer. Schnell, gib mir Minze für die Nerven. Warum sollte ich Minze bei mir tragen? Welch Katastrophe, ich muss schon sagen. Warum so erregt? Ich verstehe es nicht. Minjoros Vater aus diesem Foyer spricht. Wir suchen das Heilmittel, mach dir keine Sorgen. Ach, hätte ich mir doch heute im Bett verborgen. Och, entweder lerne ich hier jetzt noch Berliner Dialekt oder ich stelle nur wieder fest, ich kann ihn nicht. Ach, hier oben war der Staub, ne? Also der Magiesternstaub oder was auch immer. Ja. Hier im Nichts schwebend beende ich dann mal die Folge. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Lasst mir wie üblich gerne ein Feedback da freue ich mich. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein zu Let's Play Child of Light. Tschüss.